In diesem Video möchte ich dir sehr gerne erklären, was es genau mit auf sich hat, wenn sich dein individueller Geburtsmerkur in deinem fünften Haus befindet. Falls du aber noch grundsätzlich nicht darüber im Bilde sein solltest, was es mit deinem Merkur oder beziehungsweise besser gesagt mit deiner Merkur-Häuser-Position auf sich hat, dann bitte und unbedingt mein Intro-Video zu dieser meiner Merkur-Häuser-Reihe anschauen. Das Video extra hier oben für dich verlinkt und dort nochmal ausführlich erklärt und beschrieben, was es genau mit der Merkur-Häuser-Position auf sich hat und warum diese immens wichtig ist, für dich in Erfahrung zu bringen. Nun gut, Merkur in deinem individuellen fünften Haus. Kurzes Warm-up, was hat es mit dem Merkur auf sich? Der Merkur steht für die Art und Weise, wie du denkst, wie du reflektierst, wie du analysierst, für dein Intellekt, für die Art und Weise, wie wir mit unserem Umfeld, ja, kommunizieren, ja, die Kommunikationsart. Merkur steht auch dafür, wie du analytisch, intellektuell Herausforderungen in deinem Leben löst. Ne? Hat sehr viel mit Strategien zu tun, Organisationen, wie du einfach für dich reflektierst, die Art und Weise, wie wir denken. Merkur hat mit Lesen zu tun, ja, mit Schreiben, Lesen, alles, was so mit Intellektualität zu tun hat. Aber im Großen und Ganzen bin ich der Meinung, Hauptüberschrift hier des Merkurs ist die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Das Wie zeigt das Tierkreiszeichen auf. Ja. Bei Merkur ist das Zeichen exorbitant wichtig, weil der Merkur der schnellste Himmelskörper von allen ist. Und da ist das Zeichen sehr, sehr wichtig. Da reicht die Häuserposition nicht, die ist auch wichtig, aber bitte in Kombination immer sehen. Ne? So, und wenn jetzt der Merkur sich in deinem individuellen fünften Haus befindet, wofür steht das fünfte Haus? Das fünfte Haus ist so, wenn du meinen Kanal jetzt schon länger kennst, wahrscheinlich dir aufgefallen ist, mein Lieblingshaus. Ja, das fünfte Haus ist das Haus des Löwen, wird von der Sonne regiert und steht für meiner Meinung nach eigentlich nur positive Lebensbereiche. Ja? Weil hier ist die Rede von Freizeitaktivitäten, Hobbys, Spiele, Kinder, Kreativität, das Flirten, Strategie, Risikofreude. Kinder hatte ich schon gesagt, ja, Kinder. Und die Hauptüberschrift des fünften Hauses, so kann man sagen, ist die Kreativität. Ja? Und das Haus der Jetzt-Energie, der Ich-Bin-Energie, im Hier und Jetzt zu sein und Dinge zu kreieren. Sehr künstlerisch. Ja? So, und wenn sich jetzt der Merkur in deinem individuellen fünften Haus befindet, was ich auch noch hier anführen möchte, ist, man kann es ja merken, Menschen, die ein etwas stärker oder vollbeladeneres fünftes Haus haben, haben aller Wahrscheinlichkeit nach in vorherigen Leben ziemlich viel richtig gemacht, weil das sind Geschenke, weil es ein solch positives, lichtvolles, ich würde sagen, das hellste Haus von allen ist, weil eben von der Sonne regiert. Ne? Aber bitte, das ist jetzt hier auch nicht in Stein gemeißelt, was ich jetzt hier anreichen möchte, weil bitte immer ja das Gesamthoroskop in Kontext bringen, ne? Weil ich dir gesagt habe, das Wie, also das Tierkreiszeichen, immens wichtig und dann auch nochmal gucken, ne, die fünfte Häuserspitze, ne, von welchem Planeten wird diese regiert, wie wird dieser wiederum aspektiert oder wie wird der Merkur aspektiert. Wenn wir zum Beispiel blockierende Aspekte zu einem Saturn haben, dann ist das alles blockiert, was ich jetzt hier anreichen möchte. Oder wenn wir verletzende Aspekte von einem Chiron haben, dann ist das nun mal eben alles hier verletzt. Ja, aber trotzdem total wichtig für dich, dieses in Erfahrung zu bringen. Ja? Der Lebensbereich Merkur im fünften Haus macht dich zu einer unglaublich kreativen Person. Also alle Lebensbereiche, ja, die eben dem fünften Haus zugehörig sind, lassen dich auf Hochtouren fahren, ja, was so deine Gedankengänge angeht. Und du bist in deinen Gedankengängen einfach unglaublich verspielt, kreativ und experimentierfreudig und gehst Risiken ein. Ja? Das fünfte Haus ist das Haus des Schauspiels. Ja? Fast, also ganz viele Schauspieler, Sänger, Tänzer, Berühmtheiten haben meistens ein sehr starkes fünftes Haus oder sehr stark ausgeprägte Löwe-Qualitäten. Ne? So, und ich habe ja gerade gesagt, du hast anscheinend dann irgendwie was richtig gemacht, wenn du sehr viele Planeten im fünften Haus hast, weil es ist eben auch das Haus der Freude. Ja? Oder des Spaßes. Ne? Ist ganz wichtig, jetzt zum Beispiel die Frage zu stellen: Spaß oder Freude? Ist es beides das Gleiche? Ich bin der Meinung, die Begrifflichkeit Spaß ist im negativen Kontext in unserer heutigen Spaßgesellschaft sehr inflationär geworden.
Und die meisten haben Schwierigkeiten, wenn ich sage, ihr habt doch Spaß. Ne? Und das kann ich auch verstehen, weil man denkt direkt so an so Spaßgesellschaft und irgendwie hat das so was ungesund Toxisches. Und das kann ich auch verstehen. Das habe ich regelmäßig in meinen Beratungen mitbekommen, dass ganz viele meiner Klientinnen und Klienten mit dieser Begrifflichkeit Probleme hatten. Spaß, ne? Ja, Spaß, Spaß, ne? Spaß kann man irgendwie am Wochenende vielleicht mal haben oder so. Ja? Aber Freude. Freude ist irgendwie, hat eine andere Konnotation, hat eine viel positivere Konnotation, nicht wahr? Lass es doch mal auf der Zunge zergehen. Spaß, was fühlst du bei Spaß? Freude, was fühlst du bei Freude? Ne? Und da wirst du relativ schnell merken, meiner Meinung nach, bei Freude, das fühlt sich irgendwie besser an, das fühlt sich gesünder an. Ne? Und das ist sehr wichtig, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen, weil ne, das muss man oder sollte man auseinanderhalten. Ne? Einfach nur Spaß, 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 das kann sehr fragwürdiger Spaß sein. Ne? Freude hingegen, hat irgendwie so eine positive Konnotation. Genau. So, und genau das meine ich ja. Freude. Ne? Das heißt, du bist unglaublich gut darin, eben Freude zu kommunizieren, ne? Weil Merkur mit Kommunikation zu tun hat. So, und wenn sich jetzt der Merkur im fünften Haus befindet, macht dich das zu einer sehr, erstmal total kommunikativen Person, die unglaublich gut darin ist, andere zum Lachen zu bringen, andere Freude zu kommunizieren, andere Zuversicht zu kommunizieren, mit anderen verspielt zu sein, unglaublich gut im Flirt-Game mit dem anderen Geschlecht. Und weil es ist eben auch das Haus der Romanzen, ja, des Flirtens. Wie man mit dem anderen Geschlecht umgeht. Aber nicht so aller siebtes Haus, ne? Da ist es schon ein bisschen seriöser, da geht es wirklich um richtige Partnerschaft. Nein, beim fünften Haus geht es mehr so um die Annäherung, so die ersten Zeiten. Ne? Kennst du das so, wenn man jemanden gerade kennenlernt, ne? Da ist ja immer direkt die rosarote Brille auf, jeder zeigt sich von der Schokoladenseite und dann irgendwann, naja, dann zeigt sich das wahre Gesicht und dann ist nicht mehr so viel mit Spaß und Freude. Ne? So, aber das fünfte Haus ist mehr so den Anfängen einer Beziehung zuzusprechen. Mein Name ist Reinbert Dinner. Ich bin Astrologe und möchte dir in diesem meinem YouTube-Kanal alles über die Astrologie beibringen, weil ich der Meinung bin, dass die Astrologie das stärkste, mächtigste Werkzeug dahingehend ist, um eben mächtig zu werden. Ja? Um herauszubekommen, wer du wirklich bist. Weil ich der Meinung bin, dass das nun mal eben das Allerwichtigste ist, herauszubekommen, wer du wirklich bist, um mächtig zu werden. Weil die Astrologie dir unglaublich gut aufzeigen kann, wo sich deine Stärken, aber auch deine Schwächen, deine Verletzungen, deine Blockaden, deine Traumata, deine unterbewussten Schattenthemen sich befinden. Um diese Folge dessen aufzulösen, um dann gegebenenfalls an deine latenten Talente, verborgenen Fähigkeiten und Potenziale zu kommen. Um diese dann wiederum gekonnt in dein Leben zu integrieren, ja, in deine Kraft zu kommen und infolgedessen ein sinnvolles, glückliches, unabhängiges, selbstständiges, friedliches, aber vor allen Dingen sinnvolles Leben leben zu dürfen. Die Astrologie kann dir sogar die unglaubliche Frage beantworten, warum sich deine Seele dieses Seelenleben hier ausgesucht hat. Unglaublich, aber ja, die Astrologie kann dir tatsächlich diese große Frage beantworten. Falls du aber nicht die Zeit und die Muße haben solltest, dir all dieses astrologische Fachwissen, was nicht wenig ist, dir selbst anzueignen, kannst du einen sehr schlauen, direkten, cleveren Weg direkt zu mir suchen, weil ich aufgrund meiner mittlerweile 12 Jahre lang sehr intensiven astrologischen Erfahrungen sowohl 1:1 als auch paarastrologische Beratung anbiete. Wenn dich das interessieren sollte, kannst du gerne hier runter in die Videobeschreibung gehen. Dort findest du meine Kontaktdaten, kontaktiere mich sehr gerne und wir beide vereinbaren eben einen genau solchen Beratungstermin. Da aber eine persönliche astrologische Beratung nun mal eben was sehr, sehr Persönliches ist, ein Mindestmaß an Vertrauen, aber vor allen Dingen ein gutes Gefühl von sowohl deiner, aber eben auch meiner Seite aus erforderlich ist, biete ich jetzt schon seit längerer Zeit ein kostenloses, unverbindliches, 15-minütiges Kennenlernen-Erstberatungsgespräch und habe eigens dafür ein Video verfasst. Das Video extra hier oben auch wieder für dich verlinkt und dort nochmal ausführlich erklärt und beschrieben, was es genau mit meiner Person auf sich hat, wo ich herkomme, warum ich das hier tue, was ich tue, warum ich ganz besonders gut bin in dem, was ich hier tue. Und worin hier der ganz große Mehrwert für dich liegt. Wenn dich das interessiert, schau dir das gerne an, check das ab, kontaktiere mich und wir beide vereinbaren eben einen genau solchen kostenlosen, unverbindlichen Kennenlernen-Erstberatungstermin. Trotzdem würde ich ganz gerne wissen, was du bis jetzt mit Merkur im fünften Haus für praktische Erfahrungen gesammelt hast. Oder kennst du vielleicht jemanden, der diese Position hat? Bitte teile dein Wissen und deine praktischen Erfahrungen mit unserer Community und lass uns gerne einen Kommentar. Wenn dir dieses Video hier gefallen sollte, würde ich mich über deinen Support und somit einen Daumen nach oben sehr freuen. Und wenn du ein Teil unserer immer größer werdenden, wundervollen, integren, tiefgründigen, ganz, ganz tollen Community werden möchtest,
bist, du herzlich willkommen. Abonniere gerne diesen meinen Kanal, indem du die Glocke so aktivierst, indem du informiert wirst, sobald ich hier wieder ein neues Video hochgeladen habe, damit du auch ja keines meiner weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Alright, Merkur im fünften Haus ist meiner Meinung nach eine ganz, ganz tolle Position. Wie ich das meine, werde ich jetzt gleich anreichen. Bevor ich aber darauf eingehe, will ich dich nochmal abholen. Ich bin jetzt hier immer noch im Work-and-Travel-Modus und ich möchte dir anbieten, was für eine Energie hier vorherrscht. Ich wollte eigentlich die Kamera so drehen, dass man so richtig das Gebirge sieht, aber die Sonne wäre dann so am Leuchten, dass man nur so die Umrisse sieht. Ne? Ich befinde mich nämlich jetzt gerade in den bulgarischen Bergen, das nennt sich das Pirin-Gebirge. Wunderschön. Ja, hier ist so das bekannteste Skigebiet, das heißt Bonsko, so quasi im Pirin-Gebirge. Unglaublich still. Hier ist jetzt gar kein Mensch, ne? Weil die Skisaison eben noch nicht angefangen hat. Du siehst ja, hier liegt ja noch kein Schnee. Und ich bin jetzt ganz alleine hier hochgegangen und guck mal, wie still es ist. Okay, doch ist einer da. Gerade einer gekommen, gerade erst gesehen mit dem Auto, aber das war's, sonst ist gar keiner mehr hier. Diese Stille ist unglaublich beeindruckend und schön. Ich liebe einfach diese unglaublich heilende Energie der Berge, des Waldes und genau, befinde mich jetzt hier und das wollte ich einfach nur anreichen. Sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ich habe mich jetzt einfach hier wieder daran erinnern lassen, wie unglaublich mächtig es ist, Zeit in den Bergen zu verbringen, in den Wäldern, ja, wo ganz viele Bäume sind. Die Energie ist einfach unglaublich gut hier und ich lade hier einfach total auf. Also ist für mich die beste Medizin. Ich bin immer noch so ein bisschen angeschlagen, merke aber, wie unglaublich gut mir das tut. Das wollte ich nur einfach kurz mal erwähnt haben, ja, dass das hier eine echt ganz spezielle Energie ist und die bulgarischen Berge, ja, das Pirin-Gebirge, wirklich irgendwie auch was anbieten kann. Also ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schön. Nun gut, also Merkur im fünften Haus. Ne? Ich habe das jetzt gerade auch nochmal extra reingeworfen, weil das auch mit dem fünften Haus zu tun hat. Reisen, ne? Freizeitaktivitäten, weil das hat ja auch so ein bisschen was mit Freizeitaktivität zu tun. Ne? Irgendwie wandern, in die Berge gehen, ja, um aufzuladen. Bei dieser Position Merkur im fünften Haus muss ich irgendwie direkt automatisch an Comedians denken oder an Schauspieler oder an Musiker. An Menschen, ja, jeder hat ja so jemanden mal kennengelernt, mindestens einmal, oder wenn man das Glück hat und so jemanden als sehr nahen Freund nennen darf, Menschen, die einfach unglaublich humorvoll sind, die es einfach in jeder Situation schaffen, dich zum Lachen zu bringen, dich zu unterhalten, dich zu entertainen und einfach diese unglaublich süße, kindliche, verspielte, kreative, humorvolle Art an den Tag legen, ne? Da muss ich direkt daran denken, weil das ist nämlich genau diese Position. Unglaublich gut. Das fünfte Haus ist aber auch das Haus des Dramas. Ne? So im negativen Kontext, ne? Dramatisch, löwendramatisch. Ja? Aber im positiven Kontext, Drama on stage, ne? Also auf der Bühne. Als Schauspieler oder als YouTuber, so wie ich jetzt. Oder irgendwie unglaublich kreativ darin, sich selbst darzustellen. Es ist das Haus der Selbstdarstellung. Ja, und aller Wahrscheinlichkeit nach investierst du da ganz viel Zeit und Energie in diese Lebensbereiche, wo man sich am besten selbst darstellen kann oder wo man Freude entwickeln kann. Ja? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass du irgendwie über dein Intellekt mit deinem Herzen verbunden bist und du einfach spürst, merkst, was dir gut tut und du das auch einfach machst und darüber, ja, über Freizeit und Hobbys eventuell einen Beruf kreieren wirst können. Ne? Das ist aber nicht in Stein gemeißelt. Also da müssen wir uns mehr anschauen, wie zum Beispiel den Medium Zueli, die Sonne, wo die platziert ist, oder den nördlichen Mondknoten, auch ganz wichtig, oder der Herrscherplanet deines Aszendenten. Müssen wir alles in den Gesamtkontext bringen. Ne? Aber mit dieser Position ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, da du ja, ne, auf intellektueller Ebene, ja, so sehr stark dahingehend investiert bist, in die Lebensbereiche sehr viel Zeit und Energie dahin zu investieren, eben kreativ zu sein. Freizeitaktivitäten. Und ich bin auch der Meinung, dass das auch Sinn macht. Ja? Seinem Herzen zu folgen, ja, der Liebe nachzugehen. Weil das fünfte Haus hat eben mit der Liebe zu tun, weil Löwe regiert und Löwe regiert über das Herz, über die Liebe. Ja? Löwenherz quasi. Ja? Die Löwenenergie ist oder so mit eines meiner Lieblingsenergien und das fünfte Haus dann eben dementsprechend genauso. Ja? Und da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du einfach irgendwie schon auf intellektueller Ebene verstehst, was Freude bereitet oder was Spaß macht. Ne? Es gibt immer, weißt du, es gibt immer eine
negativ manifestierte Version von Merkur im fünften Haus und eine positiv manifestierte. Ne? So einen positiv manifestierten, weißt du einfach, was Freude bereitet, was anderen Menschen gut tut, was andere Menschen aus ihrem tristen Alltag entführt und ihnen ein Lächeln auf ihr Gesicht zauberst. Aber nicht nur einfach ein Lächeln, sondern du es einfach drauf hast, sie richtig zum Lachen bringen. Also so zum Lachen bringen, kennst du das, dass man weint vor Lachen? Ne? Wann hast du das letzte Mal geweint vor Lachen? Mensch, das ist somit eines der gesündesten Dinge, die man tun kann. Ne? Ich muss jetzt auch direkt daran denken, es gibt in Deutschland Lachkurse. Das ist ja unglaublich, oder? Also ich glaube, das liegt einfach daran, dass Deutschland irgendwie eines der wenigen Länder ist, wo einfach sehr wenig gelacht wird und da einfach auch Lachen gelernt wird. Ne? Muss ich dir aber mit Merkur im fünften Haus nicht erklären, es sei denn, wir haben ja verletzende, blockierende Aspekte. Dann könnte das sein, dass du mal mit so einem Lachkurs liebäugelst, aber ich hoffe, dass es auf keinen Fall der Fall ist. Ne? Genau. Das heißt, unglaublich, du hast sowas, ne, sowas was Junggebliebenes, sowas Freches, sowas Dynamisches. Ne? Und schaffst es einfach unglaublich gut, mit deinem Umfeld auf kommunikativer Ebene so zu interagieren, dass du irgendwie mit allem und jedem flirtest. Also nicht nur aufgrund dahingehend, dass du ambitioniert bist und irgendwie einen Partner dir anlächeln willst. Nein, du hast sowas, was sehr Freches, Keckes, Flirtiges mit allem und jedem. Ne? Und das mögen die Menschen. Fast alle. Und du bist unglaublich gut darin, auch wenn wir hier positiv manifestiert die Platzierung haben, bis zur Grenze zu gehen. Weil man muss aufpassen, ne? Weil man kann dann auch relativ schnell respektlos werden oder es können Menschen respektlos auffassen, wenn du eine zu lockere Zunge hast und du nicht Menschen anlachst, sondern Menschen irgendwie das Gefühl und den Eindruck haben, dass du sie auslachst. Und das ist natürlich nicht cool und respektvoll. Und das ist eine Kunst. Eben genauso gerade an die Grenze zu kommen, Menschen zum Lachen zu bringen, aber immer noch respektvoll zu bleiben. Weil es ist auch das Haus der Würde, ja? Dass du irgendwie das alles machst, aber trotzdem einen würdevollen Umgang mit deinem Umfeld hast. Da es eben auch das Haus der Kinder ist, ist das der Lebensbereich, wo du total aufgehst? Ja? Du gehst total auf, wenn Kinder in der Nähe sind oder Tiere. Ja, dann spielst du, dann bist du selbst zum Kind. Und die Kinder lieben es, mit dir abzuhängen. Ja? Weil du einfach einer von denen wirst und mit denen total rumalberst und rumtollst und du irgendwie auch auf Hochtouren fährst, weil du eben auch diese Energie hast. Du verstehst einfach die Sprache der Kinder. Und ich bin der Meinung, die Sprache der Kinder ist eine ganz, ganz, wenn nicht sogar die wichtigste Sprache überhaupt. Und leider haben wir fast alle irgendwann mal diese Sprache verlernt. Ne? Gibt ja so ein tolles Buch, ne? Der kleine Prinz, der ist jetzt animiert worden auf Netflix jetzt schon seit einiger Zeit. Absolut empfehlenswert, biete ich dir an. Schau dir diesen Film an. Ich muss über den Film weinen, weil das so rührend war. Also jetzt nicht negativ, sondern einfach vor Rührung kamen die Tränen. Ne? Und das ist diese Energie, dass du auch dieses Potenzial hast, dass du es schaffst, über deine Kommunikation, die Art und Weise, wie du kommunizierst, die Herzen der Menschen berührst. Ne? Weil das fünfte Haus mit dem Herz zu tun hat. Und dann dramatisch, ja? Dass du Themen so intelligent, dramatisch darstellst, dass du einfach die Herzen der Menschen berührst, dass sie einfach in der Tiefe verstehen, was wichtig ist. Ja? Dass Freude, Glück, Erfolg, ja, die Energie der Kinder, die Ich-Bin-Energie, die Jetzt-Energie, the power of now, da bist du unglaublich gut drin. Und sehr mutig. Das fünfte Haus ist das Haus des Mutes. Und das kann auch dazu führen, dass du sehr dem spekulativen Geschehen zugewandt bist, weil es eben auch das Haus der Spekulation ist. Spekulation, Mut, Kreativität kann dich im negativen Sinne zum Zocker machen oder zu jemandem, der einfach ein gutes Händchen hat, gewisse Risiken im geschäftlichen, spekulativen Kontext einzugehen und versteht, ja, es können nicht alle Projekte erfolgreich verlaufen. Wichtig ist einfach nur, eine Quote reinzukriegen, einfach immer wieder aufzustehen und einfach mehr zu machen und zu lernen. Das fünfte Haus hat sehr viel auch mit Strategie zu tun. Ne? Das heißt, dass du unglaublich gut darin bist, strategisch sehr clever zu sein, ne? Überhaupt gute Strategien aufzustellen, ne? Und jetzt im geschäftlichen Kontext Risiken eingehen, ja, dass du sehr, sehr strategisch vorgehst. Ja? Hat so ein bisschen was, stell dir vor, wie so eine Raubkatze, die ja nicht dumm ist. Ne? Raubkatzen gehen ganz schlau und clever jagen und passen auf, wie sie einen Schritt vor den anderen gehen, bis sie dann wirklich erfolgreich in der Jagd sind. Also
Katzen und Raubtiere sind so mit die besten Jäger, meiner Meinung nach. Natürlich gibt es auch noch andere Jäger, aber da haben wir schon hier eine Königsdisziplin. Ne? Also die haben schon hier die Meisterschaft erfahren. Ja? Und du, aller Wahrscheinlichkeit nach, das triggert dich. Ne? Das ist so, du liebst es zu jagen. Zu jagen im jeglichen Kontext und das auch noch spielerisch, mit Humor. Die Wahrscheinlichkeit ist hier sehr, sehr groß, dass du sehr flirty bist, dass du das Game, das Flirt-Game wie kaum jemand anderes beherrschst. Und das kann dazu führen, dass du ein sehr begehrter Mensch bist und relativ schnell auch dir einen Partner ankommunizierst, anlachst quasi, ne? Das muss nicht bedeuten, dass du jetzt ein Fremdgänger bist, sondern ne, was so die Loyalität angeht, da müssen wir uns die Aspekte uns anschauen und andere Aspekte, wie zum Beispiel ein Saturn, Jungfrau-Qualitäten, ne, so vielleicht nochmal erdbetonte Tierkreiszeichen wären dann hier wichtig. Ne, man kann jetzt nicht per se sagen, dass Merkur im fünften Haus jetzt nicht loyal ist, ne, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Aber auf jeden Fall beherrschst du das Game. Loyalität hin oder her. Du verstehst das Flirt-Game wie kaum ein anderer. Und aufgrund dessen macht dich das auch sehr, sehr charmant. Die Löwe-Energie im kommunikativen Kontext ist mit so eines der charmantesten. Ne? Also, kennst du, es gibt so Menschen, die sehen vielleicht jetzt nicht so attraktiv auf, aber die haben irgendwie so eine Grazie, so einen Charme, so einen Anmut und irgendwie hat das eine Ausstrahlung. Das zieht irgendwie die Blicke auf diesen Menschen. Ja? Und da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du da so ähnlich aufgestellt bist, aber so im kommunikativen Kontext. Die Art und Weise, wie du redest, hat was sehr, sehr Charmantes. Das fünfte Haus ist aber auch das Haus des Lernens, weil Lernen hat ja mit Kreativität und mit Freude zu tun, weil Freude macht Lernen. Wer hätte es geglaubt? Aber ja. Ne? Lernen und Entwickeln bringt Freude, macht Freude und kann auch Spaß machen im positiven Kontext. Und das bedeutet, dass du es liebst zu lernen, dass du auch es liebst, mit Menschen zu sein, die dich inspirieren, die dich zum Denken, zum Nachdenken anbringen, die dir neue Denkansätze geben. Du liebst clevere Menschen. Ja, die das aber auch sehr charmant handeln. Ja, Menschen, die sehr schlau, sehr clever, aber nicht so abgehoben sind. Ne? Weil das ist bei dir auch so eine Red Flag, wenn dann jemand arrogant daherkommt. Oder jetzt in einem herausfordernden Kontext könnte es sein, dass du eben dieser arrogante Mensch sein könntest. Ne? Zwischen Charme und Arroganz, ne, da ist, ja, was heißt ein schmaler Grat, aber das liegt nah beieinander. So, ja. Und die Sache ist, das fünfte Haus ist das Haus des Selbstvertrauens. Ne? So, und die Art und Weise, wie du kommunizierst, suggeriert sehr, sehr starkes Selbstvertrauen. Ja, dass du irgendwie sehr selbstbewusst mit einem sehr starken Selbstvertrauen einfach rüberkommst, weil du so kommunizierst und du da überhaupt nicht schüchtern bist, gar keine Berührungsängste mit allem und jedem hast und einfach unglaublich gut darin bist, auch alles und jeden zu entertainen oder du auf jeden Fall hier sehr, sehr humorvoll bist. Guck mal, wie oft ich jetzt gesagt habe, ne? Ich habe das jetzt ein paar Mal wiederholt, weil das hier sehr, sehr auffällig ist. Ne? Dieses sehr Humorvolle und ich finde das einfach nur so unglaublich wichtig, wertvolle Eigenschaft, die du damit hast, weil ey, es ist doch, das Leben ist doch schon, ja, es gibt so traurige Lebensbereiche, ne? Und wir alle kennen das. Und in Deutschland ist das ganz, ganz groß geschrieben, also in deutschsprachigen Ländern. Ja, da holt meistens die Menschen der triste Alltag ein. Ne? Und du bist jemand, ne? Weil eben das Haus des Entertainments, ja, Schauspielerei, Kunst, du einfach es unglaublich drauf hast, diese Menschen einfach aus ihrem tristen Alltag zu ziehen, sie zu entführen in eine andere Welt, in eine Welt der Freude, des Spaßes, der Kreativität, ja, der Inspiration. Dass du sie einfach mal entführst. Ne? Da gibt es ne, Musikstücke, die einfach Menschen aus ihrem tristen Alltag einfach mal emotional abholen. Ne? So, oder, weiß ich nicht, Filme, die man sich anschaut und aufgrund dessen auf eine ganz bestimmte Frequenz emotional schwingt. Ne? Im positiven Kontext. Ne? Wenn du jetzt hier so einen ganz traurigen Film anschaust, dann wird es schwierig. Aber ja, könnte das sein. Wenn er zum Beispiel der Merkur in Skorpion wäre, könnte das der Fall sein. Könnte dich aber auch mit Skorpion zu einem sehr erfolgreichen Kabarettisten werden lassen. Ne? So auch mit schwarzem Humor. Und so und sehr gesellschaftskritisch, sehr tiefgründig. Ne? Muss so ein bisschen an Volker Pispers denken. Kennst du den? Ne? Das ist so ein sehr bekannter, meiner Meinung nach sehr, sehr sympathischer Kabarettist, der sehr krasse gesellschaftskritische Dinge in den Raum wirft und dann lachen alle, klatschen und merken dann irgendwie erst im Nachgang, was er eigentlich gerade gesagt hat.
das eigentlich total brutal gewesen ist und die sich da selbst dabei ertappt haben, dass sie gelacht haben. Und er selbst hat darauf hingewiesen, sie haben jetzt gerade alle gelacht. Das müssen sich mal auf der Zunge zergehen, was ich hier gerade gesagt habe. Und was genau gewesen ist, ey, google dir mal, schau dir mal YouTube, sehr, sehr sehenswert. Volker Pispers. Die Wahrscheinlichkeit mit dieser Position ist sehr groß, dass du im Leben sehr erfolgreich bist, weil du auf intellektueller Ebene sehr, sehr kreativ bist, sehr schlau bist, ja, also ne? Kommunikation, Schlauheit, Kreativität, das kombiniert, ist sehr vielversprechend. Und dann hast du auch noch Freude dabei, ja. Ich muss irgendwie bei dieser Position auch an so einen alten Film denken, so einen Jackie Chan Film. Ich bin so ein Jackie Chan Fan. Kennst du Jackie Chan? So ein total krasser Kampfkünstler, ne? Der sehr viele Kampfkunstfilme gemacht hat, aber sehr humorvoll, sehr komödienhaft. Ich meine, er ist Widder, genau. Und da gab es einen Film, da gab es so eine Kampfszene, da hat er so gegen Endgegner gekämpft und dieser Endgegner, der war einfach zu stark. Der war einfach zu stark und er hat gemerkt so, oh, ich krieg den irgendwie nicht besiegt, ne? Und hat sich irgendwie alles wehgetan und dann hat er sich an eine Sache erinnert, die ihn mal ein Meister gesagt hat, nämlich, ne, sei nicht so angekrampft, sei nicht so verkrampft, sei nicht so angespannt, sei locker und weißt du, und mach's spielerisch, kämpfe spielerisch. Und hat sich daran erinnert und auf einmal hat er angefangen zu lachen im Kampf, und das war ein sehr, sehr ernster Kampf mit seinem Endgegner, und hat angefangen zu lachen, rumzutollen, rumzutanzen, rumzuhippen, ja, und hat sein Gegenüber, also seinen Gegner, total verunsichert, damit er nicht verstanden, so, ey, spürt er meine Schläge nicht oder was, und hat am Ende, ja, diesen Kampf eben aufgrund dessen gewonnen, weil er spielerisch gemacht hat, er war nicht mehr so verkrampft, er war locker, er war entspannt, ja, und du einfach viel, viel erfolgreicher bist, wenn man nicht so angespannt verkrampft ist. Deswegen ist das ja auch so eine vielversprechende Energie, dass du einfach auch gedanklich, intellektuell einfach nicht verkrampft, sondern eher locker bist, humorvoll. Im negativen Kontext könntest du zu locker sein und den Ernst der Lage verkennen. Das wäre natürlich auch blöd. Dann könntest du zu große Risiken eingehen, dich zu weit aus dem Fenster lehnen und einfach nicht realistisch die Situation beurteilen und bewerten. Das kann natürlich sehr, sehr gefährlich sein. Also mit dieser Position bin ich der Meinung, ist einfach deine Hauptstärke die Kreativität. Ja? Und da ist die Wahrscheinlichkeit unglaublich groß, dass du hier sehr künstlerisch tätig bist, dass du hier gerade in der heutigen Social-Media-Welt sehr, sehr große Reichweiten kreieren wirst können, dass du aufgrund deiner Entertainer-Potenziale hier Reichweite generierst, Menschen einen Mehrwert, einen ganz großen Mehrwert anreichst, nämlich den Mehrwert des Entertainments, dass du es einfach drauf hast, Menschen zu entertainen. Aber Entertainment ist ja nicht nur Humor, sondern Kunst, Schauspiel, Musik. Es gibt ja die unterschiedlichsten Entertainment-Bereiche. Ja? Und genau diese Lebensbereiche alle interessieren dich immens und bist sehr, sehr dort intellektuell mit deinen Gedanken investiert und deswegen sehr, sehr vielversprechend. Und auch so im Grundsätzlichen bist du sehr, sehr kreativ, Probleme zu lösen, intellektuell deinen Kopf so einzusetzen, dass du spielerisch kreativ einfach durchs Leben schreitest und Widerstände überwindest. Deswegen sehr vielversprechend, eine ganz tolle Position. Und ich bin der Meinung, mit eines der markantesten Eigenschaften hier ist, dass du so eine unglaublich sympathische Kommunikationsart hast und einfach Menschen sehr, sehr gut fühlen lässt, indem du sie einfach zum Lachen bringst. Ich bin der Meinung, das ist eine absolute Fertigkeit, eine Kunst, Menschen zum Lachen zu bringen. Ja? Und wenn es einer kann, dann bist du es, wenn es hier nicht herausfordernd aspektiert wird. Alright, das war's mal wieder. Merkur im fünften Haus. Trotzdem würde ich ganz gerne wissen, was du bis jetzt mit Merkur im fünften Haus für praktische Erfahrungen gesammelt hast. Bitte teile deine praktischen Erfahrungen und hinterlass uns gerne einen Kommentar. Wenn dir das Video gefallen sollte, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und wenn du ein Mitglied unserer immer größer werdenden, wundervollen, integeren, tiefgründigen, ganz, ganz tollen, astrologischen, immer größer werdenden Community werden willst, bist du herzlich willkommen. Abonniere gerne diesen meinen Kanal, indem du die Glocke so aktivierst, indem du informiert wirst, sobald ich hier wieder ein neues Video hochgeladen habe. Schön, dass du hier warst. Dein Ryan. Bis zum nächsten Mal.